Ne, Natururin schon wieder dran. Guck mal da. Das hier, das ist ein Campingkocherset. Das habe ich mir hier von diesen, das hier und so ein paar Kleinigkeiten habe ich von diesen Restspendengeldern besorgt. Damit ich, wenn ich dann wieder mehrtägig wandern gehe, damit kochen kann. Und als Zusatz habe ich mir noch das hier besorgt. Das ist eine Gaskartusche. Damit kann man hier Feuer machen und sowas. Und weiß nicht, ob wir damit hier kochen und so. Aber bevor ich diesen Kochset draußen in der Natur testen tue, wollte ich das jetzt einmal testen und damit hier ein Rindergeschmack Instanznudeln zu probieren. Das hier warm zu machen. Und ich wollte hier mit meinem ersten Kaffee probieren zu kochen. Aber bevor ich euch gleich diesen Campingkocher einmal in Detail zeige und hier, wie heißt das doch mal, und dann damit fressen koche und Kaffee mache, wollte ich erwähnen, dass das weder ein Sponsor noch ein Produktplacement ist. Das mache ich nur, weil ich sowieso einen Campingkocher haben wollte. Damit ich draußen warm fressen kann oder morgens früh auch draußen nach dem Zelten meinen Kaffee saufen kann. Und jetzt, ich habe hier Amazon-Links in dieser verdreckten Scheißbeschreibung für euch hingepackt. Damit, wenn ihr darüber bestellt, dann würde ich eine kleine Provision bekommen. Ohne Zusatzkosten. Das wollte ich doch einmal loswerden. Dieser Campingkocher-Set hat hier ein so ein Netz, dann ein hier Karabinerhaken oder was, oder wie sich das nennt. Dann hier ein 800-Milliliter-Topf. Dann hier ein kleinerer Topf. Ein Holzlöffel, ein Duster, keine Ahnung, zum Sauermachen oder was das ist. Dann hier drei so eine Schüssel, worin man hier fressen und trinken kann. Dann hier eine Tasche, worin hier Messer, Gabel und Löffel zusammenklappbar drin sind. Also Besteck heißt das. Und zu guter Letzt hier ein Plastik mit Farbe Orange. Und wisst ihr, was in diesem Plastik drin ist? Ja, hier ist so etwas drin. Ich werde den jetzt das erste Mal auf dieser Gaskartusche draufschrauben. Und ich hoffe, dass der nicht explodiert. Der, perfekt geklappt. Jetzt versuche ich dieses Scheißwasser zum Brennen hier zum Kochen zu bekommen. Ne, jetzt kommt Blasen. Jetzt kann ich das ausmachen. Und diese Scheißnudeln hier reinmachen. Und diese Scheißgewürze auch noch reinmachen. So, jetzt hier ein bisschen umrühren und 3 Minuten ziehen lassen. Und dann kann ich gleich hier diese Nudeln, diese Instant-Nudeln fressen. Und in der Zwischenzeit kann ich Kaffee machen. Und zwar hier, ich nehme dieses hier und pack das hier drauf. Dann mache ich das hier an. Und dann nehme ich hier so ein Scheiß-Kaffee-Pad und dann einfach hier reinschmeißen. Und dann, wenn das Wasser kocht, dann ein bisschen ziehen lassen. Und dann sollte Kaffee fertig sein. Ne, guck mal hier, der Kaffee kocht. Jetzt kann ich ausmachen. Und jetzt lasse ich das ein bisschen ziehen noch. Und dann fülle ich das hier rüber. Und dann probiere ich mal. Und dann noch so ein bisschen hier Kaffeesahne oder wie das heißt. Also dieser. Dieses Milch oder was das ist, was hier drin ist. Das auf diesen Kaffee bekleckern. Und hier ein Zucker. Bisschen umrühren. Das schmeckt zwar ein bisschen anders als hier so ein gewöhnlicher Filterkaffee, was ich mir sonst normalerweise immer mache. Aber wenn ich jetzt in der Natur draußen bin und dann morgens früh aufstehe, dann kann man den hier trotzdem voll cool trinken. Gefällt mir. Also ich glaube, ich kann jetzt dieses Fressen probieren. Das sieht schon mal gut aus. Ja, passt auf jeden Fall. Ich mag zwar dieses Fressen nicht so gerne, diese Instant-Nudeln mit diese ganzen Gewürze und sowas drin. Aber
Aber jetzt für so einen Fall kann man das auf jeden Fall machen. Ja, hier mein Fazit. Weil das mein allererster Campingkocher überhaupt ist, kann ich keinen Vergleich setzen, ob der gut oder schlecht ist. Aber auf jeden Fall ist er gar nicht mal so teuer gewesen. Ich glaube, mit Gaskartusche zusammen, glaube ich, 30 Euro oder so. Auf jeden Fall voll cool, dass ich endlich mal Fressen kochen kann und Kaffee und sowas beim draußen schlafen. So, das wollte ich euch einmal gezeigt haben. Ich freue mich, wenn ich das nächste Mal wandern gehe und diesen Kocher dann benutzen tue. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.